Den will ich mal angucken, komm, was er mir gekillt hat. Ja, alles klar. Servus YouTube, Iron is back und ich darf ganz gechillt hier auf meinem Kanal begrüßen. Und zwar sind wir wieder, diesmal nicht bei MW2, sondern bei BO3, weil ich habe das Spiel noch nicht gekauft, aber ich will das noch kaufen, aber das ist gecrackt. Wir spielen mal ein bisschen mal hier gegen Bots so paar Runden snipen. Ich würde sagen eine Runde. Und ja, wenn ihr den Quick auch haben wollt oder wenn ich dazu ein Tutorial machen soll, dann schreibt es bitte in den Kommentaren, dann mache ich dazu ein Tutorial, wie man das so alles installiert und download den, ne? Gut, dann starten wir, warte mal, ich muss mal hier die Klasse, genau hier die hier, machen wir mal das drauf, hier die flinke Hände, ja, kann man so lassen, dann nehmen wir die, zack, zack. So, jetzt müssen wir mal Premiere. Jetzt müssen wir mal, was nehmen wir denn da? Ja, wir müssen da hin, ne? Machen wir das da? Oder machen wir, gut, dann machen wir das mal, dann machen wir das ja. Das ist gut oder nicht, ne? So, welche machen wir hier DLC? Nehmen wir mal. Zack. Was kann man da noch nehmen? Ja, mehr nicht, ne? Das können wir so lassen, ne? Gut. Jetzt können wir es starten. Ich habe 3 Bots eingestellt, 3 oder 4 Bots, weiß jetzt nicht genau, auf Stand-off, frei für alle. Ich hoffe, dass ich wieder snipen kann über BO2. Ja, BO2, genau. Ich wollte schon sagen BO3. Aber YOLO, ne? Schon lange nicht mehr gezockt. So. Jetzt müsste es gleich laden. Genau. Zack. Free for all. Ja, alle sind drinne. Bots Red heißen die. Keine Ahnung, warum die Red heißen. Keine Ahnung. So jetzt. Oh, ich kann das sogar. What? Also ich kann das noch ein bisschen. Na, da ist einer. Was? Hä? Von da hinten? So. Langsam kann ich das, langsam. Hä? What the heck? Und wie gesagt, demnächst kommt auch bei BO2, also gegen Bots her, eine Challenge raus. Also eine Challenge mit Nummerierung. Ne? Also, wenn ich das fertig habe, wenn ich das nicht geschafft habe oder geschafft habe, dann kommt eine Nummerierung, wer das machen soll. Also derjenige, ne? Ist egal, ja, bei PC. Was? Was? Er wollte mich verarschen. Verarschen. Jetzt geht es aber. Da, da hinten ist noch einer. Da hinten. Warte, warte, mach ich den hier erst. Was? Was? Ey, was ist hier los? Doch. Also das sieht so einfach aus, als es ist, ne? Aber da muss Übung rein, wirklich. Mit der Tastatur und Maus. Okay, das war ein bisschen langsam. Hardscope. Was? Oh, das war gut, der war gut. Was? Oh. Weg, 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 weg. So. Oh, das ist noch einer. Alter, das snipen ganz schön viele, ne? Aber theoretisch bin ich gut, ne? Ach, Blut drin sich schon. Ah, bin ich nicht gestorben? Bin ich nicht gestorben? Also ich kann nur daran erinnern, dass ich gestorben bin, oder nicht? Ich weiß es jetzt nicht. Hey, machen wir die Drohne raus. Toll, jetzt habe ich keine Streak reingemacht, ne? Scheiße. Oh, der war gut. Oh. Oh. Ich bin rot wie eine Tomate, Alter.
Okay, warte mal. Machen wir so. So. Bleib mal stehen, bevor ich hier noch getroffen werde von der... Oh. Oh. Okay. Ich habe jetzt keine... Scheiße. Komm, ich lass mich einfach sterben, oder? Ich lass mich einfach so sterben. Oder nicht? Kann man das nicht hier so? Hä? Ja, kann einer mal töten. Ah, hier, warte. Da, komm. Töte mich. Genau. Thank you very much, lieber Bot. Aber leider musst du jetzt sterben. Oh. Was? Wer hat den hier? Hä? Ja. Komm, wir gehen dem mal hinterher, ne? Wir müssen lauschen, ne? Was er macht hier gerade. Mhm, mhm. Hä, was? Ey! Bleib doch stehen! Geht doch! Ja, Mensch, geht gar nicht! Er bleibt doch gar nicht stehen hier! Oh, was? Hinten mal. Was? Da klaut einer mein Kill! Oh, ja, schön zu wissen, dass man gut, dass das BO2 wieder immer Spaß Bock macht. Aber ich glaube, ich muss das Spiel wirklich, ich hole das Spiel auf jeden Fall. Also demnächst kommt BO2 auf meinen Kanal, auf dem PC, weil das macht schon mal relativ nice Bock, Alter. Wieder die alten Zeiten zu spielen. Ich hoffe, das leckt nicht so doll, wie ich, oh. Was? Was? Oh, was? Bleib mal stehen. Ey, das geht... Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Also, ich glaube, ab und zu mal leckt das. Aber das kann man... Das kann durch einen Crack liegen. Dass es so leckt. Und, ja, wenn ihr es seht, dann, habe ich schon meine neue Maus, die eigentlich morgen ankommt. Also, ich nehme das gerade, also, was ich aufgenommen, was ich jetzt hier aufnehme, ist von gestern. Also theoretisch, wenn ihr das jetzt so kapiert habt oder so. Und wie ihr schon gemerkt habt, kann ich wieder mehr reden bei Call of Duty allgemein. Weil das ist eine Übungssache, ne? Oh, was? 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 Ey, wie sagt, wie wart? Den will ich mal angucken, was er mir gekillt hat. Ja, alles klar. Alles klar. Er gibt mir einfach nur so einen No-Scope. Ey, das ist, der gibt mir einfach nur einen No-Scope. Mal gucken, vielleicht finde, vielleicht, ja, ich hole es, also auf jeden Fall hole ich mir das Spiel nochmal. Also nochmal, ich habe es noch nicht mal gehabt, also warum sag ich das nochmal? Ey, wie, was, denn will ich immer wiedersehen hier? Alles klar! Also die Bots sind die besten Spieler aller Zeiten, ne? Würde ich mal behaupten. Aber warum behaupten? Was? Was? Ey, das geht doch gar nicht, das kann doch gar nicht abgehen hier. Komm. Ey, das geht doch gar nicht. Ich mach No-Scope und man passiert nichts, ne? Aber dann eiskalt gemessert, Alter. Eiskalt, Alter. Eiskalt. Ich hab, ja, 40 eingestellt, 40 Punkte oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt könnt ihr auch entscheiden, ob ich mit Facecam machen soll oder nicht. Und mehr kommentieren heißt das. Also, wo ich beim letzten Video hochgeladen habe von MW2. Weil ich lese gerne Kommentare, kein Problem, ich lese gerne und beantworte auch sie. Aber zurzeit kommen keine Kommentare. Das finde ich eigentlich schade. Für meinen Kanal. Eigentlich finde ich das schade, weil ich bringe ich eigentlich jedes Mal Videos hoch. Aber nein, dann macht das, dann macht auch YouTube keinen Spaß mehr. Also. Ey, was? Ey, was? Ja, das ist... Oh, muss ich mir wieder nachladen oder so, kann er? Das war nice. Oh, also fast ein 360, fast, ja, Turnout oder wie es man so nennt. Aber wie gesagt, schreibt bitte in den Kommentaren, was jetzt, ob ich mit Facecam oder nicht. Und mehr kommentieren. Nicht vergessen. Weil... Ihr, also diejenigen, die YouTuber machen, also YouTuber sind oder YouTube machen, die wissen ganz genau, dass YouTube keinen Spaß macht, wenn man keine Kommentare hat. Das macht überhaupt keinen Spaß.
Und manche YouTuber, die, also diejenigen kennt ihr bestimmt, da ihr, also welche die Abos kaufen. Das kennt ihr auch bestimmt für einige. Schreibt bitte in den Kommentaren, ob ihr jeden kennt, und schreibt bitte den Namen rein. Weil ich will ja gerne sehen, ob er wirklich, ja, ihn gekauft hat, die Abos, ne? Weil eigentlich ist es so, Abos kann man nicht kaufen. Also theoretisch kann man Abos kaufen, das ist wohl klar. Aber ich meine jetzt, wenn man Abos kauft, kommen keine regelmäßige Kommentare oder werden inaktiv oder so, keine Ahnung, wie es jetzt so geht, keine Ahnung. Man kann auch Kommentare kaufen, das weiß ich auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall. Aber das mache ich nicht, weil ihr seht ja auf meinem Account, es sind 276 Abonnenten. Ich frage mich noch immer so wenig, keine Ahnung. Und wenig Kommentare. Und ja, das frage ich mich ernsthaft. Und man, das sieht man, dass ich nicht gekauft habe. Also, dass ich mich nicht verkauft habe, ne, so gesagt. Ich mache YouTube mit Leidenschaft, auf jeden Fall. Und nicht hier Pille-Palle, ja, ich kaufe mir Abos und werde erfolgreich, auf jeden Fall. Das geht gar nicht. Man sieht das voll mit der Upload-Zahl, also wie viel die geuploadet haben. Und mit der Abonnentenzahl. Das auf jeden Fall. Ich hoffe, ich nehme jetzt auf, weil ich weiß nicht, ob ich aufnehme, das kann ich jetzt gerade nicht sehen. Ich hoffe, ich nehme auf, weil wenn ich jetzt nicht aufnehme, dann habe ich das alles umsonst gelabert, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und wie findet ihr das, dass ich jetzt wieder mehr spreche bei COD? Eigentlich spreche ich nicht so viel. Wunder, dass ich überhaupt so viel rede. Ich glaube, online wäre es nicht so. Online wird es ja hier Quadruple Pro, Alter, ne? Aber naja. What? Hä? Oh, nice. Headshot. Oh, Riesgri! Hä? Oh, da war sogar ein Black Scope. Und oh, hä? Okay, hat er mir geklaut. Ich muss vielleicht sagen, also ihr wisst schon, dass ich glaube, ich hatte schon gesagt, dass die Bots auf Rekruten sind, weil ich muss wieder reinkommen. Wenn nicht, dann sorry nochmal dafür. Weil ich muss wieder reinkommen. Denke, also es steigt immer höher. Irgendwann komme ich auf, wie nennt man das höchste Level nochmal? Keine Ahnung. Auf, ja, ihr wisst schon, was die Schwierigkeitsbot. Oh, sogar, Dings hier, wer ist das? What's that? Ey, ist das der letzte? Warte mal. Ich versuche mal hier, Ich hoffe, ich habe das aufgenommen. Ich hoffe. Ey, das war doch geil, oder nicht? Das war mein erstes Mal, dass ich sowas hingekriegt habe. Das war nice. Für den Anfang ist es nicht schlecht. Also wenn ich das aufgenommen habe und dann das hochlade, schreibt mir dann in den Kommentaren, ob das wirklich so cool war. Weil ich find's cool. Also ich fand's cool. Na gut, das war's eigentlich. Wenn ihr gefallen hat, lasst einen Daumen da so, das wäre jetzt mehr dafür sehen wollt. Und lasst ein bisschen Kommis da, weil ich will Kommentare lesen. Ich will auch beantworten, Mann. Ich hab darauf Bock. Ne? Aber nein. Leute, schallen das nicht, dass ihr meinen Kanal, keine Ahnung. Also diejenigen, die jetzt mein Video gerade sehen, dann, keine Ahnung, teilt das weiter, teilt das bei euren Freunden vorbei, teilt das, keine Ahnung. So mehr mache ich YouTube Spaß und so mehr Videos bringe ich hoch, weil ihr wisst schon, eigentlich bringe ich jeden Tag Videos hoch, aber jetzt zur Zeit mache ich immer, wenn ich Bock habe, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe auf YouTube, weil manchmal habe ich keinen Bock, weil ihr kann ich kommentiert, weil so wenig Kommentare habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, weil bei anderen zum Beispiel, die so wenig Videos haben, die so wenig Zeit reinstecken, die kriegen am häufigsten Kommentare. Ich glaube, ich muss das schlechteste Video machen überhaupt, und um Kommentare zu kriegen. Das ist YouTube heutzutage. Aber na YOLO. Na gut, das war's eigentlich.